Hab ich nicht erwischt. Hab ich nicht erwischt. Molly! Adi! Euch sieht man am Ende nochmal. Ich sag's euch. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Bei mir ist heute, wie sieht denn die Perspektive aus? Ist irgendwas passiert? Ist der Hypersmooth an? Habe ich den je ausgeschalten? War der schon immer an? Habe ich was mit den Augen? Ich weiß es nicht. Bei mir ist heute Donnerstag. Heute ist Raid Boss Wechsel. Auf Rigi Eis. Auf Mega Despotar. Aber am Donnerstag gab es auch, beziehungsweise Mittwochabend, wieder neue News. Das nächste Event wurde angekündigt, was erst in 3 Wochen stattfindet. Deswegen habt ihr am Donnerstag nicht den Community Raid gesehen, sondern News. Das nehme ich jetzt für Freitag auf und eins für Samstag oder so oder wieder, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise mache ich das immer so. Am ersten Tag, wo der neue Raid-Boss da ist, wird der legendäre Fünfer gemacht. Der wird gepostet, der wird gezeigt, der wird vernichtet. Aber es ist Rigi Eis. Der ist nicht so wichtig. Mega Despotar ist wichtiger, da wir ja 2 Pässe haben. 2 Pässe pro Tag und ich heute schon 2 Mega Despotar machen möchte, damit ich morgen auch wieder Mega Despotar machen kann. Und dann Rigi Eis als Community Raid. Da musst du immer mal ein bisschen hier und so. Ich stehe jetzt hier rum. Ich zeige euch gleich mal, wen wir einladen, was wir machen. Und da ist kein Jonas-Schatz mehr drin, aber das ist ein neuer Sitz. Hier ist ein Paket. Kühl lagern. Da ist angeblich Wascht drin, hat Sandra gesagt. Das ist ein Wascht-Paket. Und hier hat sie gesagt, das ist für Ostern, das geht mich nichts an. Wenn ich hier aber drauf gucke, steht da Obacht, sau wichtiger Inhalt in Klammern Bier. Bier aus Franken online bestellen bei mybier.de. Und das war keine Werbung, das war einfach nur dreist zu gucken, was steht da drauf auf diesem mysteriösen Paket, was ich nicht mehr angucken soll. Die muss ich nämlich noch beide hochtragen. Wir laufen jetzt auf jeden Fall zum Fledermausturm, der ist da hinten, denn da geht gleich ein Mega Despotar auf, denn wir machen zuerst den Mega Raid, damit ich dann heute noch einen machen kann und dann morgen ein Rigi Eis und ein Mega Raid, weil anders wäre das ja sinnlos, dann könnte ich gar keine Mega Raids machen, denn die müsst ihr ja sehen. So, wir laufen los und sehen uns am Fledermausturm. So, auf dem Weg zum Fledermausturm musste ich jetzt mal ein Update machen, weil ich dieses Handy, mit dem ich immer die Pokémon-Videos aufnehme, bestimmt seit 2 Wochen nicht mehr genutzt habe. Und hier seht ihr einfach gelbe Tonnen, also Container. Die finde ich richtig genial. Container und Entrümpelungsdienst, Baumfällungen, Grünpflege, das ist schon wieder keine Werbung. Mir gefällt einfach nur die Farbe. Schon mal so einen strahlend grünen Container gesehen. Da standen immer so alte, vermoderte, halb verrostete, orange Container. Aber die leuchten. Guckt euch die an, wie die leuchten. Und da ist der Fledermausturm. Da müssen wir euch jetzt irgendwo an den Zaun hängen. So, der Raid geht auf in genau jetzt. Und eigentlich habe ich euch gerade an den Zaun gehangen, aber ich selber sehe auf dem Display kaum noch was, weil die Sonne von da jetzt kommt und da so drauf knallt. Ich glaube, ich werde den Platz gleich nochmal ändern. Ich lade jetzt kurz ein, wen ich einladen sollte. Wir gehen auch öffentlich rein. Es waren gar nicht so viele Leute. So, gehen wir hier drauf, drücken mal hier rein und haben dann Creeper to go, Itch to Domo, Shaggy. Ich schaue nochmal nach, ob noch jemand sich dazu geschrieben hat. Nein, hat es nicht, denn wir haben das ja in Telegram immer. Ich poste einen Community Raid, beziehungsweise wenn ich einen Raid mache, den täglichen Raid, so poste ich eigentlich immer in die Telegram-Gruppe. Auch wenn Telegram gerade weiß ist und nichts macht. Okay, Telegram, was machst du da? Ich weiß nicht, was es macht. Jetzt zeigt es an. Da ist die Telegram-Raid-Gruppe und da ist die Liste 11:28 Uhr, Mega Despotar Community Raid, Itch to Domo, Shaggy, Creeper, die wollen eingeladen werden, deswegen habe ich die jetzt eingeladen. Dann gucke ich mal hier rüber, ich hätte eigentlich noch andere einladen können. Jetzt habe ich in der Telegram-Gruppe so lange rumgewühlt, dass es nicht mehr passt. Die Sonne kriegt gleich wieder hinter die Wolken, aber komm, ich habe gesagt, ich werde euch woanders hinziehen, deswegen machen wir das jetzt auch. Ihr wart nämlich hier an dem Tor, aber das gefällt mir nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und setzen uns im Schneidersitz hier kurz auf den Boden. Da seht ihr heftig den Turm nämlich hinter mir und habt dann einfach eine krassere Kulisse. Ich muss die Beine hier wieder gerade machen, genau so. Die Beine sind jetzt im Prinzip gerade. Ich glaube, das ist von Sonneneinstrahlung her, von dem Bild, passt das auf jeden Fall besser. Ich glaube, eigentlich ist das komplett egal.
Man könnte das sich so angucken, man könnte sich das so angucken. Ich mach's halt jetzt so und krieg einen nassen Bobs. Jetzt kommt die Sonne wieder. Und was wollten wir eigentlich? Müssen wir ja eigentlich posten wir eine Konda-Liste in den Community-Tab. Da ist jetzt aber nur eine drin für Regi Eis. Irgendwie erzeugt immer keiner welche für Mega-Pokémon oder es macht jemand und die sieht halt immer richtig krebsartig aus. Deswegen möchte ich das immer nicht. Aber die für Regi Eis ist gepostet. Für Regi Eis nehmt ihr am besten Kampf, ja, weil das ist ja Typ Eis und ihr nehmt Kampf oder ihr nehmt Feuer gegen Eis, okay. Das seht ihr aber alles im Regi Eis Video nochmal, wenn wir euch die Grafik zeigen. Und das Gute ist, nicht nur Regi Eis hat eine Kampfschwäche, auch Despoda. Guck mal, Despoda ist Gestein, Kampf ist gut. Despoda ist Unlicht, Kampf ist gut. Das heißt, wenn ihr eine Kampfarmee habt, dann seid ihr immer am Start. Ich habe sowieso schon immer gesagt, wenn ihr euch einen Account macht, was macht ihr als allererstes? Legt euch eine Machomai-Armee zu. Erst normale Machomai, entwickelt einfach die höchsten, die ihr habt oder so, damit ihr einfach gleich direkt was zum Kämpfen habt. Später könnt ihr umsteigen und könnt auf Krypto-Machomais gehen. Da sind die IV ja auch egal, weil jedes Krypto ist stärker als normales. Das heißt, eine Machomai-Armee ist immer nützlich, ist immer sinnvoll, ist immer stark. Jetzt auch wieder gegen Regieis, jetzt auch wieder gegen Mega Despoda. Mega Despoda kannst du so viele Raids machen, bräuchtest jedes Mal wieder eine Kampfarmee. Ich werde den Tough Kaloi jetzt mal hinzufügen. Pogo for Future weiß ich gar nicht. Ist das auch was vom Immensiens? Ach, ich werde es einfach auch mal hinzufügen. Und dann gehen wir auf die Zusammenfassung. Ich muss vor dem Raid-Wochenende sowieso noch irgendwie Platz machen, aber jetzt möchte ich die erstmal hinzufügen. Wir haben hier 21,48 auf dem Kleinen und 21,40 auf dem Großen. Despoda ist so ein Pokémon, was ich gerne mit silberner Sananabeere fangen möchte. Da es ja eine Entwicklung ist, die Endstufe einer Entwicklung, das heißt, es gibt massig viele Bonbons und mit der silbernen gibt es noch mehr Bonbons. Ich wüsste nicht, bei welchem Pokémon man sonst großartig silberne Sananabeeren nehmen sollte, außer bei Despoda. So, wichtig ist natürlich, dass man oft trifft, dass man immer schön fabelhaft trifft. Das Ding ist auch mega aggressiv, das greift ständig an, immerzu permanent. Aber dadurch braucht ihr keine Geduld. Ihr könnt einfach werfen. Aber immer erst, wenn er angreift, so wie jetzt, damit ihr auch jeden Ball trefft und immer einfach fabelhaft werft, weil Kreis ist eingestellt, fummelt da nicht rum, verstellt den Kreis nicht, sobald er einmal auf fabelhaft ist, lasst den einfach so. Wir müssen auch unser erstes Mega Despoda entwickeln auf dem Habanero-Account, das haben wir hier auch noch nicht. Ich hätte natürlich gern eins, was irgendwie als Unlichtangreifer funktioniert, aber auch eins als Gesteinsangreifer. Für mich ist der Gesteinsangreifer gerade, glaube ich, wichtiger, weil das hat auch diese besondere Attacke. Unlichtarmee kannst du ja immer jederzeit machen. Unlicht könntest du auch Kryptos nehmen. Krypto Despoda mit Unlicht ausstatten, das passt, kannst du auch jederzeit machen. Mein Bestes, was ich jetzt habe, ist, glaube ich, guck mal, es hat sogar Bisswirbler, bestes Unlicht-Moveset, hat sogar 3 Sterne. Aber was ich machen möchte, wenn ich Despoda eingebe, mein allerbestes hier, SS, ist ein Lucky und hat das Gesteins-Moveset mit Katapult Steinkante. Das ist, glaube ich, auch das mit der besten Bewertung. Deswegen hat es die meisten IV, weil die sind fast alle auf Level 40 und ist ein 93er. Leider nicht mit 15 Angriff, aber mir reicht das hier als Gesteins-Mega-Despoda zum Entwickeln. Ach so, ich kann doch gar nicht entwickeln, sehe ich gerade. Ich brauche erst noch ein zweites. Aber ich habe ja 2 Pässe. Das heißt, ich muss noch einen zweiten heute machen und dann muss ich noch die Mega-Entwicklung reinschneiden. Kein Problem, wir melden uns zurück, wenn wir die Mega-Entwicklung machen. Das braucht ja 300. Die anderen brauchen immer nur 200. Das machen wir aber noch in dieses Video. Moment. So, eine zweite Raid ist jetzt auch gemacht. Ich bin kurz zu Hause. Ich möchte das einfach nur kurz nochmal zeigen. Wenn man auf zuletzt Gefangene geht, sieht man auch 21,40 und 21,2. Und 60 war der zweite Raid, also das der erste, der hatte ja schon 3 Sterne, das der zweite, der hat auch 3 Sterne, der hat sogar 15 Angriff. Ich bedanke mich nochmal ganz kurz bei der Raid-Gruppe. Da hat nämlich der Matze Nottlern, der Shaggy, der Johannes, der Creeper, Genaya, die Sarina, der Linus, alle mitgemacht hier, auch der Immens, Jens und der Johannes hat sogar einen 100er bekommen. Das seht ihr aber bei Raid am Mittwoch. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Ich möchte meins ja entwickeln, also mein Bestes, was ich habe.
wenn ich das eingebe, habe ich ja hier, wie gesagt, das Gesteinsding. Und das werden wir jetzt einfach entwickeln. Der Main hatte damals einen 100er entwickelt und ein 98er Shiny entwickelt. Und irgendwann hat er ein 100%iges Krypto gehabt, aber das konnte man ja nicht mega entwickeln. Ey, das sollte das Thumbnail sein. Keine Ahnung, ob ich es jetzt verpasst habe. Jetzt habe ich den auf jeden Fall auch und ich werde jeden Tag meine zwei Pässe für Mega Despo da nutzen, solange wie das da ist. Und Adi, lässt du den Topf? Ja, hier ist auch Essen, ne? Ist Essen. Ich habe mir nämlich gerade Essen gemacht, nebenbei. Das ist hier zwei Packungen Samyang Bulldog Curry Nudeln mit dem Rest Fischstäbchen vom Mittag bei den anderen, was die da nicht so geschafft haben. Adi, Schatz, alles Gute. Das will ich auch nochmal sehen. So. Molly, Schatz, nicht alles Gute. Molly ist richtig böse und brutal. Guckt euch die an. Das ist lieb und süß. Das ist die Ausgeburt der Hölle. So, dann schnell zurück und... Ja, ein Regi-Ice-Raid muss ich machen für den Pokédex-Eintrag, aber alle anderen Pässe einfach in Despo da, einfach weil ich denke, da haben die Leute mehr Bock auch mitzumachen, zusammen zu raiden. Und ich habe die letzte Zeit so viele ganz kleine Raids gemacht, auch für mich, für diese blöde Medaille. Ich habe alles geradet, was es gibt, bis auf Mabula. Wenn ich einen Mabula-Raid irgendwann, aber nicht während Mega-Despo da ist, deswegen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr ein Mega-Despo da entwickelt? Wie lange habt ihr schon eins? Habt ihr eins auf Stufe 3? Ich sammle jetzt Energie, dann starte ich durch. Sie ist sehr cooles Pokémon, gefällt mir beste. Das hier, das GoFest-T-Shirt von letzten Jahr, aber das hat sich heute schon wieder komplett aufgetrennt. Unten, ich habe das zweite Mal an, trennt sich komplett auf. Nie wieder GoFest-T-Shirts. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.